Hallo, da sind wir wieder. Erste Gruppe. Wahrscheinlich heute ein sehr kurzer Raid. Wir werden Chainer einmal machen. Vielleicht noch ein paar HC-Bosse. Aber mal schauen. Hier ist Teamspeak und Discord. Einfach sicherheitshalber, ne? Wer weiß. Hast du schon gelesen, Johannes? Das wollte ich nur kurz machen. Hi. Hallo. Ja. Hi. Leck. So, jetzt ist alles frisch. Schlapfender Zalo. Da kann ich eine Art Fußball gucken. Also die neue Version, die man sich installieren soll, ist aber schon die ganz normale 3.0.0. Ja. Es geht nur darum, dass einmal die ganzen Dateien, die ihr quasi im Addon-Ordner und im WTF-Ordner habt, dass die einmal gelöscht werden, falls Hi. dadurch irgendwie Probleme auftauchen. Hi. Ich sag den beiden neuen, oder was heißt, ich sag den beiden, die wir ziehen, sage ich einfach, die sollen Jane einmal anhauen und dann links vom Schiff springen. Dann gehen wir, glaube ich, auf Nummer sicher, dass das alles gut läuft, oder? Ja. Oder gucken wir uns das Ski an und sollen die mitlaufen lassen, ich weiß es nicht. Das ist ein Mann, der es seiner Frau auch ausgibt. Kommt mir so Auch ein bekannt gutes vor. Geschenk, ne? Bitte? Bitte und alles Na, sind still. fehlt nur noch irgendwo. Alter, wieso sind heute 53 Leute an? Was ist denn da kaputt? Ja, Pre-Patch. Mich nehme ich ganz stark an, dass der Pre-Patch ist doch damit. schon seit. Pre-Patch ist doch Ja, ganz aber Zeit Event drauf. ist Wochen. Ja, ich rede vom Event, bitte. Leider noch. Das ist nur Aber das wie kriegt man Pre-Event, was denn du mit, dass das meinst. Event startet, wenn man nicht im Pre-Patch spielt? Chris, Das ist du ja hast eine UAP. E-Mail gekriegt. Echt jetzt? Ja. Okay, krass. Ja, gut, dann kriegt man es mit. Übrigens, ne, die zweite Zaturio ist ja verschwunden, einfach so am Montagabend von jetzt auf gleich, ohne irgendwie, keine Ahnung, einfach so halt. Ich habe ein Ticket geschrieben und gefragt, was da jetzt Phase ist. Hallo, am Montag, den 9.11. ist am Abend unsere Battle.net-Community die zweite Zaturio verschwunden. Ich war gerade dabei, eine Nachricht abzuschicken, aber das musste erst laden. Als ich dann den Launcher neu gestartet habe, ist genau diese Community verschwunden. Alle anderen sind nach wie vor da und alle, die in der Community sind, haben dasselbe Problem. Es wirkt so, als wäre sie gelöscht worden oder wird uns eben nicht mehr angezeigt. Ich war der Ersteller und will nun wissen, ob es ein Fehler ist, den ihr beheben könnt oder ob ich das selbst lösen muss. Und da kam eine Antwort, bla bla bla, schöner Mittwoch, Ticket durchgelesen. Und es werden, ich habe mir dein Ticket durchgelesen und es werden keine Daten über Communities gespeichert, weshalb wir keine Wiederherstellung anbieten können. Was? Jedoch ist bislang kein solches Problem bekannt. Wichtig ist zu beachten, dass der Owner Rang an mehrere Spiele vergeben werden kann. Jeder Spieler mit dem Rang kann die Community löschen. Ist, keine Ahnung, also ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass er nicht darauf geantwortet hat. Dann habe ich nochmal ein bisschen vehementer nachgefragt. Okay, könnt ihr mir jetzt bitte sagen, ob das Ding noch da sein kann oder nicht oder wieder was? Oder muss ich davon ausgehen, dass es weg ist? Und dann hat danach einer geschrieben. Letztendlich ist der genauso klug wie ich. Das, Aber warte. Ich kann verstehen, dass du dich nochmals meldest, allerdings kann ich dir keine weiteren Informationen geben, denn wir sehen nicht, ob eine solche Community gelöscht wurde oder nur durch einen UI-Fehler verschwunden ist oder ob hier das Battle.net ein Problem hatte. Und dann sagt er mir, ich soll mal Addons-Ordner löschen. Hallo. Aber Hi. ich kann die Gruppe gar nicht löschen. Erste Centauri zum Beispiel. Nur weil jemand da mit drin ist, heißt es das nicht, dass er Rechte hat, das zu löschen. Ja, aber die gehen halt davon aus, also ich verstehe, dass die da daran denken, dass ich halt auch ein Idiot sein kann, ne? Also müssen die halt auch nicht Vielleicht in gehst du Betracht denen einfach nur ziehen. zu viel auf den Sack. Naja, die müssen schon so eine Antwort geben, dass das jeder verstehen kann. Weil es kann ja sein, dass ich mehreren Leute Rechte gegeben habe, alle sagen mir, ich habe das nicht gelöscht und irgendwann war es, weil das sauer war, weißt du? Und dann müssen Stefan, die der mir so. GM-Schreck.
Und dann müssen die mir das halt schon irgendwie sagen, so, hey, kann auch sonst jemand anders gewesen sein, aber ich habe ja niemandem diese Rechte gegeben. Das weiß ich ja, das wissen die anscheinend nicht, weil die wissen ja anscheinend gar nichts. Die sehen ja anscheinend nicht mal die Communities, die da sind. Was schon ganz schön merkwürdig ist, muss ich sagen. Die arbeiten auch immer daran. Aber ich glaube, es liegt daran, dass es zu viele Communities gibt, wahrscheinlich mehr als Gilden. Vielleicht daran, und im Endeffekt ist eine Community nicht viel. Das ist wahrscheinlich schwer zu überblicken, ja. Noch dazu ist es ja nicht vom Spiel, sondern quasi vom Blizzard-Launcher im Endeffekt. Vielleicht deswegen. Dann müsstest du dich an den Blizzard selber wenden, ja. Weil die von WoW, keine Ahnung. Die von WoW haben wahrscheinlich nicht die Ahnung davon. Aber das ergibt trotzdem keinen Sinn. Ja, jemand das richtig sagt. Was? Wer so ist denn so doof und löscht die Community, wenn er die Rechte selber nicht abgegeben hat? Also. Vielleicht war Stefan auch einfach rotzenvoll und hat es nicht mitgekriegt? Ja, das glaube ich nicht. Ich auch nicht, aber... Zweite Gruppe, wo man nicht mehr weg. Das ist mein übliches Montagabend. Ich schieß mich ab, Spiel. Nee, Stefan kann nicht mit meinem DH kommen, damit ich meinen Transport farmen kann. Nein. Wir ziehen hier Leute für Geld. Ich will, dass das so problemlos wie möglich abläuft. Die drei Druiden können sich schon mal darauf einstellen, dass ihr im Midi-Camp mitsteht. Soll ich Heiler machen? Katze. Ich würde sagen, Robin sollte Holy machen und ein vierter Heiler wäre nicht verkehrt, ja. Als ob er jetzt auf einmal Holy spielen kann. Dann gehen wir auf jeden Fall immer sicher. Das ist so schön drin, ja? Einstellen noch. Ich habe gesagt, ich lade die um halb ein, also da ist noch ein paar Minuten Zeit. Sind das Leute aus der Gilde oder? Nein. Ganz Fremde. Ganz Fremde. Also nicht deswegen, so wie letztes Mal machen. Deswegen denkt dran, guten Eindruck hinterlassen. Ich habe sie vorgewarnt, dass es sein kann, dass wir sterben oder wipen, weil halt der Boss generell mal komische Sachen macht. Wir hatten ja beim letzten Mal auch, hattet ihr gar nicht gesehen, aber am Freitag, als wir mit der zweiten Gruppe drin waren, da waren die Phasen sehr stark unterschiedlich manchmal, wann die was gemacht hat. Keine Ahnung, woran das lag. Wahrscheinlich, weil man sie die 10% Hürden weiter geprügelt geschickt hat. Ich glaube, die haben bei mir einige Sachen genervt. Warum auch immer. Ich würde denen einfach sagen... Das Spiel dann das Eis haben sie genervt. Okay. Wieso kann ich gerade... Okay. Oh, ist ja ein gutes Zeichen, wenn ich lecker beim Raidmarkt stellen. Kann ja nichts schief gehen. Holy crap. Ja, das hatte ich in Streams auch schon gesehen, dass heute wohl Leck Fiesta ist. Oh Gott. Allein wenn ein Rare-Mob kommt, die Eiskrone. Ja, das ist so geil. Du kannst froh sein, wenn du einen Schlag machen kannst. Ich habe eine Minute lang meinen Wirbel wie ein Dank gehabt. Das hat mich und eben waren wir auch da. Und dann, bis wir den Boss gesehen haben, waren da so viele Allies. Alter, das müssen Horden gewesen sein. Dabei heißt aber ich finde es cool, dass sie warten, bis der Bosskampf startet. Das haben sie gut gemacht. Ja, das dauert eine Weile. Ja, aber ich weiß nicht, ob es in Asia da so war, aber schon sehr angenehm. Damit ja jeder dort hinfliegen kann. Wenn du es rechtzeitig mitkriegst. Ja, boah, du schaust halt nur regelmäßig auf die Karte. Naja, alle 20 Minuten spawnt einer. Ja. Und kann die Tasche zu 100% droppen? Oder nein. Ah, okay, so Glückssache. Genauso wie bei der Drache bei Skadi. Der droppt aber auch nicht zu 100%. Nein. Okay, na sehr gut. Ich glaube, der droppt nichts zu 100%. Nee, ist auch besser so. Ja, soll eine Rarität bleiben. Bei mir ist er dreimal droppt und ich habe ihn erst beim dritten Mal bekommen. Was, den blauen Protodrachen? Ja, ich war dreimal drin zu ICC-Zeit, ne? Das erste Mal, das war ein Neuanfang, ich habe nicht gewusst, was das ist. Ich habe auf Gier gedrückt, auf Gier. Beim zweiten Mal habe ich auf Bedarf gewürfelt, nicht mehr bekommen. Und beim dritten Mal wieder auf Bedarf und da habe ich ihn dann bekommen. Und mein Opa geht seit
10 Jahren da rein und er hat es bis heute nicht einmal bekommen. Ich habe ihn nach dem ersten Mal reingehen schon bekommen. Wollte dein Opa das nicht, das Mount nicht auch haben? Na, der hat sich verkauft. Ah, blöd. Was ist denn deinem Vater, Tante, Oma? Ich weiß nicht, bei dir ist deine ganze Familie so komisch. Mutter und Opa. Ja, was mit der Mutter? Willst du es der Mutter nicht schenken? Die Mutter hat es auch schon, die hat sich's auch schon gekauft. Was alles spielt zu WoW. Wieso hatte der Sohn das dann noch nicht? Ja, das hatte das letzte Mal schon. Und der Opa hat das meiste Geld. Finde ich geil. Portet die beiden mal her. Lass mir mal das Gear angucken von den beiden hier. Ein Heal? Also ist das Heiler. Sie hat auch nicht super scheiß Gear. Okay. Also vom Leben her genauso viel wie ich. Jetzt verschreckt die mal nicht, die soll noch hier bleiben. Sonst meckerst du, dass das keine High schreibt, das schreiben alle High. Ich hab gerade überlegt, so die ersten zwei, drei Highs. Oh, das klappt ja auch ohne, dass ich versage. Und dann, oh, okay, jetzt wird zu viel. Guten Morgen. Leihwand. Brüdi! Ich glaube aber nicht, dass du es brauchst, oder? Keine Ahnung, ich weiß eh nicht, was ich brauche. Ich weiß gerade nicht mal mehr, was ich wohin gelegt habe. Einfach Gebet, hier die Gebete spammen, da die zwei, drei Dinger, dann sollte es eigentlich schon gute Go sein. Ja, wenn ich wenigstens Weak Auras drauf hätte, egal. Soll ich dir deine eigene Weak Aura schicken? Die du mir mal geschickt hast? Die du dir selbst erstellt hast? Ich hab's heute noch. Wäre natürlich hilfreich. Aber flüster sie ihn bitte, ja. Ich weiß nicht, ob das mit dem Flüstern geht, über. Doch, das geht. Okay. Ich muss dich nur erstmal sehen in diesem scheiß Pulk hier. Warum habe ich eine Fackel in der Hand? Wieso hast du eine Maske auf? Jetzt habe ich es irgendwie nicht so ganz verstanden. Soll ich auch Heal machen oder nicht? Weil die andere Person ist ja. Solltest du. Okay. Das ist die ich mal von dir bekommen habe. Scheinen aber beide gut equipped zu sein, wa? Naja, ein Hunter mit Qual im Glas. Naja. Was willst du machen? Wenn es funktioniert? Vielleicht ist das ja ein Nahkampf. Hey, Sakai. Survival Hunter. Habe ich gar nicht nachgeschaut, oder? Er ist aber Tierherrschaft. Also, hey, Sakai. Ja. Ja, vielleicht will er survivalen als Tierhunter, weißt du es? Ja, genau. Immer nah am Boss, ne? Ja, ist der Weg von den Viechern nicht so weit. Fliegen die Kugeln schneller, ne? Ja. Oder die Pfeile. Kannst du mehr Pfeile abschießen, je näher du dran bist? Guter Witz. Nice to see you around. Ich kann auch nicht mehr Zauber wirken, nur weil ich näher dran stehe. Schön wär's. Midis starten dann bitte in Lila. Wobei, wir machen Lila noch mal ein bisschen weiter nach rechts, damit da nicht aus Versehen einer vom Schiff fällt. Gott sei Dank, grünes Mark vorne. Danke, Stefan. Genau. Und die drei Druiden dann bitte mit nach vorne gehen, ja? Also Yannick, Mustafa und Alfie. Und ihr geht, und der geht dann zu den drei Midis. Der Rest sollte dann passen. Oh, that's Kizari, right? Nochmal einen Kessel raus. Kannst du einen Flask rausnehmen? Ich stelle nochmal hier so ein Food-Ding ins Gegen. I'm Chrissy. Und Kizari. Festmahl. No, he's not in our World of Warcraft group. Denkt bitte dran,
aus den roten Dingern rauszukommen und die abwecken zu lassen. Und wenn ihr diese Lawinen kriegt, dann versucht mal damit Feuerflächen wegzumachen. Und so schnell wie möglich aus der Gewalt raus. Gut. Ist der Schleier einfach verkehrt. Bitte nicht. Na. Nicht. Da ist noch eine Flaske im Kessel, Sarah. Ach, so gekriegt, okay. Na gut. 5, 4, 3. Lasst ihn uns beim ersten Trail legen. Zwei Leute tot. Wenn die Sprengladung gleich hochgehen, mach mal Spirit Link, ja? Mach mal Schrei an Dominik jetzt. Do you also play World of Warcraft? Jetzt. Vorsicht, Feuer nochmal, einmal ausweichen. Vielleicht kommt eine Lawine noch. Also, die Tanks sind runtergefallen. Jetzt mal nicht schnell. Ooh, nice. Why is everything falling apart? Lauf, kleines Mädchen! Lauf! Wenn ihr einfach euch ins Feuer stellt, werdet ihr nicht eingefroren. Oh. Mensch. We just wanna kill... Da noch retten können. ...Mythic Trainer real quick, but... Yeah, you see. Failing group, like always. Ja, Portet ruhig am Anfang. Oh, hey, Bunny. Die alte Schnelle auf 60% ist, dann passiert uns das nicht, was uns gerade passiert ist. Good morning. Pew, pew. Ich wollte gerade sagen, eigentlich bei der Heilung, die er noch drückt, und Robin spielt... Yeah, we also try to get as far as possible in Mythic Content. That's at least everything I do right now. Und was kauft? Dominik, du hast noch 13%, Alter. Ich weiß. Dopolato. Hier, Rap. Oh, Brudi, bester Mann. Ey, wir haben 10 Minuten hier gewartet und nichts gemacht. 2, 1. Lawinen, Kugula Call. Achtung, geht in die Gruppe. Vorsicht, gleich Feuerholz. Laufen jetzt. Kuschelt bei Grün. Neue Feuerholz, Achtung ausweichen, nach vorne laufen ein bisschen. 4, 3, 2.
Okay, er geht in Phase. Penalty. Komm nach vorne zu Gelb. Kuscheln, 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 kuscheln. Okay, und los. Weil der Mitch tut. Rechts rum, ja. Team Failpool, bitte. Mal Failpool. Und die Leute raus. Alter. Okay, raushauen, die Leute. Dann den gleichen Weg zurück. Zehn. Leider. Oh, warten noch die Leute raus. Okay. Kurz kuscheln, dass die Gruppe toppen. Okay, weiter. Irgendein Hunter. Achso, okay, du bist sonst wo eingefroren, okay. Haut die Leute raus, gehen jetzt mehr rein. Also Gas geben beim Raushauen. Money gleich auch. Okay. Und dann weiter nach links jetzt. Oh fuck. Christoph, nicht fail. Das hängt auf das. Spam nur Eislanze. Vielleicht doch. Noch ein Abbild, oder? Ja, ich weiß. Mein, ich hab's euch ja selber schon mal vorgeschrieben. Haut die Leute raus und kuschelt wieder. Dann 12. Geht dich daran, Leute. Okay, Kampf noch, Spielgas. Muss danach dann einmal kurz gleich AFK haben. Irgendwer klingelt hier gerade Sturm bei mir. Die Katze. Ja, das ist die Week auch, die ich Sebastian gemacht hatte, die er mir geschickt hat. Ich weiß, warum man hier Melee ist. Man braucht nur Eiswürfel naja, spielen. Oh, naja, fick als Melee. Ja, du spielst nur Eiswürfel, was anderes machst du gerade nicht. Ich weiß gerade auch nicht, ob ich irgendwas mache. Ich habe 2 FPS. Ich hab Anregen. Raushauen, raushauen, away, raushauen. Leute. Raushauen, schnell alle raushauen. Fokus aufs Raushauen. Okay. Das ist so nervig. Ja, ich bin noch eingefroren.
Das sind doch leicht für die 380k oder was? Also relativ leicht. Carbons, ne? 5%. Ich loote eben und gehe dann direkt gucken. Komm, haut mich raus, dann sind noch welche. Lass mir einen Eisblock drin. Ach, scheiße. Der Kuhcookie hat das Mount gekriegt. Ja, ich muss ja gleich noch den Sicherheitsscreenshot machen, dass beide das Mount gelootet haben. Okay, nice. Sicherheit. Ja. Nicht, dass sie behaupten, sonst irgendwas. Ich will mir ja nichts nachsagen lassen. Oh. Greetings. Schön. Was ist das jetzt? So, Stefan, wo sind wir noch 100%? 100% von nix ist auch null, ne? Der Bot kostet ungefähr 250 Gold. Also wenn du die 100% davon voll übernehmen willst oder der Einzige bist, der Gold retten müsste, dann schick mir die bitte. Ja. Mach ich doch gerne, Brudi. Danke, Brudi. Brudi. Ja. Jetzt wird er wieder großzügig. Same hier, Sackel. Stell mal ein UG-Portal, bitte. Der 1000 Gold, ja, nehm ich auch. Dann hab ich war bestimmt Bots nicht der übrig. Letzte, wa? Ich hab 3 Bots übrig, ja. Stell mal UG-Portal. Alter, wo willst du hin? Der Stahler ran. Ist doch Uldum, oder nicht? Wenn man doch, ja. Ich will ein paar Bosse in Nihilosa machen, weil... Hab ich das nicht in die Community geschrieben? Nee, du wolltest das RC-Loot-Console testen. Ja, genau. Falls die Leute es nicht gelesen haben. Achso, ja, falls nicht, dann... Handsome, more handsome. ...kannst du komplett neu rauf. Also einmal löschen und einmal neu rauf installieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann einfach einmal im Spiel reloaden. Thanks, I guess. Dazu nicht mal mehr das Spiel zu machen. Haben wir jetzt definitiv getestet. Geht jetzt definitiv problemlos. Ich habe jetzt ein neues Voting Frame Lure von ihm gekriegt, von dem Dude. Und ja. Mal sehen, wie das wird. Achso, ist eine gute Frage. Pass auf, ich nehme dich mal aus dem Rad raus. Oder warte, wir machen einen Boss, wo ich dich drin lasse und dann mache ich mal einen Boss, wo ich dich rausnehme oder alle rausnehmen außer mir. Vielleicht ist das ja auch das Problem. Also jetzt nicht unbedingt, dass es an deinem Client liegt, aber dass es an der Lua-Datei liegt, dass das ein Problem ist, wenn da mehrere Leute im Rad sind oder so ein Scheiß. Bitte? Stellst du auf HC um? Ja, Sekunde. Oh, ich muss ja eh noch die mythische ID verlängern. Haha, gut, dass du was sagst. Für was willst du sie noch verlängern? I can't really tell what's more geeky, but... Nur noch 3 Tage. Ah. Bitte? Hey. Eine Woche haben wir noch. Ich muss leider gerade mal den Raid verlassen, Stefan. Okay, wie lange? Ich muss einmal bis nach Timdorf fahren mit meinem Nachbar. Ja, okay, also kommst du nicht mehr. Und dann wieder zurück. Also es dauert. Dann bis Sonntag, ja. So lange werden wir nicht machen. Ich meine, ich kann sich trotzdem einhören, auf bis Sonntag ein Strand. Hast du recht. Bis Sonntag durchspielen. Nee, das mache ich nicht. Ist das wirklich am Strand? Du kannst ja trotzdem dich einigermaßen beeilen. Vielleicht ich denke eher nicht. Ja, genau. Ja. Das ist nicht der mich aus dem Raid, dann kann ich lieber schnell losfahren jetzt. Ja, mach, okay. Später. Soll ich wieder auf Tank gehen? Soll ich DD? Money tankt alleine, ein Heiler, Christoph, geht schon. Sollte eigentlich reichen für Hero. Bin ich dabei? Solo hier. Und der Rest schaut nur zu, oder was? Nein, der Rest. Die kloppen drauf. Wieso? Ihr habt. Oh yeah, and Sakai, that's pretty much the coach I'm always sitting in. Ja, that's why my left arm is always in the air. Ich will zuschauen. Achso, wichtig ist, wenn ihr das Addon neu installiert, dass ihr dann im Spiel einmal reloadet. Sonst ledert es good. Nicht. Good, that's right on.
Ach, Johannes. Mensch, ja. Ich bin jetzt momentan so im schlechten Modus. Seitdem wir da waren. Seitdem wir da waren. Ja. Ach so, ja, wir brauchen. Weil wir nichts mit hatten. Hau ich richtige Schenkelklopfer raus. Go, Basti. Oh, das ist wirklich Solo hier. Das ist nur zur Sicherheit. Ja, ist naja, unterschätzt man nicht 4, 5, 6, die tun dann schon ganz schön weh. Wir haben es letztes Mal einen Tank gemacht und Basti stand daneben und hat nur so safe gespottet, falls ich gestorben wäre oder was passiert wäre. Genau, ich nur auf Ach so, Fehler. Moment, der stirbt ja auch relativ schnell, ja. Ich bin gerade an die zweite Gruppe gewöhnt vom Tempo. Ja, nee, dann geht das, dann bleibt die Idee, dann passt das zur Notretzen, wenn halt. Zur Not können wir Battle retzen. Okay. Dann hauen ein Heiler oder zwei? Ist mir ehrlich gesagt egal. Bei so viel spinnt das Addon gerade. Christoph, kriegst du das allein hin als Heiler? Klar. Sehr gut. Auf sowas wartet er nur. Das sind so die Situationen, wo Christoph sich dann überhaupt mal freut. Dann zeigt er mal Regung auf der Couch. Und ich meine jetzt nicht, ich meine nur eine Regung, keine Erregung. Also nicht falsch. Ich wollte gerade sagen, weil er lacht. Ja, ich meine, weil er lacht. Ich darf mal wieder so hier. Ich lachen in der Hose. Mäp, mäp. Ich darf auch mal. Klar. Stempert sind ja wirklich nur mal 3 Tage, Stefan. Hast du auch richtig gezählt? Wie Stempert, Alter. Moment, Dominik. Du hast mir nicht geglaubt, dass ich bis 3 zählen kann? Nein, aber ich hätte mir nicht gedacht. Vielleicht, ich habe mir gedacht, es gibt eine Pause oder sowas noch einmal, aber ist das wirklich nur mal 3 Raid-Tage sind? Es ist in 2 Wochen. Ich muss den Urlaub endlich mehr antragen. Fällt dir früher in einer Woche vorher. Du meinst, es ist nur noch so wenig Zeit, ja, deswegen. Oh ja, so ein bisschen der Urlaub beantragt, ganz wichtig. Und ich hoffe, es wird nicht noch einmal verschoben. Sollen wir den Brief in WoW schreiben, dass du das machen musst mit Urlaub beantragen? Hast du das zu mir gesagt, Janik? Wenn ja, ich hab's nicht verstanden. Okay, könntest du dich bitte wiederholen? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Sollen wir dir einen Brief in WoW schreiben, damit bitte, du dich dran erinnerst? Bitte. Wann habe ich das letzte Mal Solo healed? Letztes Addon? Solo healed? Hm. Er schlaft von der Zahl over, würde ich meinen. Kann mal einer von euch /RC und dann Version das könnte sogar eingeben sein. Und dann gucken, ob das von so viel angezeigt wird oder nicht. Also ich ja doch, Schlacht von das Aldor habe ich so kaum in Erinnerung. Jo. Ja, bei mir auch. Aber bei dir steht irgendwie Warte auf Antwort, Stefan, wieder. Bei mir sehe ich auch bei Stefan die 3-0. Bei mir auch. Dann ist schon wieder das Gleiche. Deiner mag Stefan anscheinend nicht. Ja. Der will ihn einfach nicht laden. Das Problem ist halt, ich verstehe nicht, woran das liegt, dass sie das nicht angezeigt. Bei allen wird es angezeigt, außer bei ihr. Und sie hat es drauf, ich sehe das, dass sie es drauf hat. Das ist halt scheiße, dadurch weiß ich jetzt nicht, ob das dann buggt. Sieht es denn irgendwer, dass es bei allen drauf ist? Ja, es ist bei allen drauf. Also ich bin der Einzige, der es bei ihr quasi nicht sieht, oder was? Scheint wohl so. Aber kann das dann schon was mit dem Voting-Ding zu tun? Aber eigentlich nicht, dann will ich es ja bei mehreren nicht sehen. Kann es vielleicht liegen, dass ihr an derselben Leitung zwickt? Stefan, hast du das mal probiert mit dem Test? Also mit dem Button?
Ja. Was kommt da? Also was passiert da? Ist das einfach nur ein Testframe dann? Oder? Weil ich habe es noch nie ausprobiert. Dann kommen irgendwelche Gegenstände, auf die du würfeln kannst. Und dann steht da extra, ja, du kannst da und darauf würfeln, aber entweder kannst du es tragen oder nicht. Alfi trifft nicht, Alfi trifft nicht. Also, oder was generell eingestellt ist bei RC Loons Console. Ach so, hi, schon wieder. Da. Oh, ich krieg was angezeigt, ich will die Beine haben. Loot! Loot! Ich krieg halt wieder kein Voting Frame. Bei mir steht direkt automatisch gepasst bei allen. Ja, Voting Frame, aber Stefan, das ist ja jetzt auch kein Zeugs für dich dann, oder? Ich sehe jetzt gerade nichts. Nee, ich sehe nicht das Fenster, wo abgestimmt werden kann. Das Hauptproblem ist doch, dass das Fenster nicht aufgeht. Ich nehme euch da jetzt mal raus, alle. Das ist nur mich alleine. Guck, ob das was bringt. 5 zu 0, Alfie. Da habe ich mich zu früh gefreut. Nein, das Fenster geht trotzdem nicht auf. Also bei mir ist es gerade aufgegangen, aber jetzt nicht mehr dann. Ja. Das Fenster ist gerade eben bei dir aufgegangen? Bei mir ist auch das Fenster aufgegangen zum, jo, Drücken. Zum Auswählen. Nee, nicht zum Auswählen. Moment, Ich wollte gerade sagen, wir haben das Fenster. Ja, also Stefan, wo du das nicht drin gehabt hast, dann ist es bei mir aufgegangen. Wo man halt die Stimmen und so weiter sieht und die Kommentare und so. Yeah, see you later, I will be jetzt on... Jetzt sehe ich halt nichts mehr, aber du hast mich ja jetzt auch... Like an hour, was er verlinkt hat. Ja. Er meinte, die Datei ist nicht perfekt, aber die dient halt dazu, dann so ein bisschen festzumachen, woran es liegt. Und wenn es jetzt bei dir geht, das Fenster, dann kann ich ihm das sagen. Dann hat er vielleicht den halben Fehler gefunden. Ja, kannst du nochmal mit mir drin nochmal was starten? Ob das jetzt auch da ist? YouTube! Und gucken, ob das anders ist als die Testversion. Ich wollte das jetzt nochmal wieder eintragen, euch beide hier. Ja, nicht, dass da irgendwelche anderen Addons dann noch mit reinspielen, ne? Weil so extrem gleiche Interfaces haben wir dann ja nicht. Aber es kann ja nicht sein, dass es dann so scheitert. Ansonsten macht mal ein anderer den Lied und probiert mal. Vielleicht ist ja das Problem auch lokal. Ja, und was ändert das dann? Dass man dann weiß, beim einen geht es, beim anderen nicht. Also wird es dann an dem einen liegen und nicht an dem Ganzen. Du meinst wegen dem Interface? Ja, warte, ich gebe dir mal Lied und du kannst mal, mach du mal den Test. Drück mal auf Test drauf und dann kriegst du rechts so ein kleines Fenster und da drückst du dann aber auf das linke, den linken Button. Auf Start, ne? Ja. So, bei mir geht's jetzt auf. Bei dir geht's auf? Ja. Ist jetzt auch zum Beispiel Akku und Mavic haben abgestimmt. Ja, Octavoltag auch. Hauptspezialisierung Bedarf, das passt alles. Mit Notiz kommt auch noch rein. Und wenn du jetzt RC Open machst, siehst du dann was, Stefan? Ich bin nicht berechtigt. Achso, ja, warte mal, vielleicht muss ich dich dann ja noch mit reinpacken, ne? Ach ja, gut, okay. Haha, sehr lustig, stimmt. Das ist ja weird. Ja, das habe ich jetzt gerade erst gemerkt. Message. Ich meine, es ist trotzdem für ihn wichtig, dann wahrscheinlich rauszufinden, woran es liegt. Aber... Unknown, Beute angekündigt, warte auf Antwort, kommt bei dir. Unknown vor allem. Hast du jetzt mit Test und so gemacht? Ja. Okay, alle anderen können abstimmen, du irgendwie nicht. Stefan hat es noch nicht aktualisiert. Oder RC Loot Council nicht installiert, steht bei dir. Oh je. Oh-oh. Ja gut, aber also... Janik, du hast doch von vorhin schon gemeint, dass du das bei Stefan nicht siehst. Also das war ja wiederum ein Fehler, der ausgerechnet bei dir halt ist, ne?
Also dann haben die andere so wiederum nicht. Ich konnte aber davor die Items auswählen. Die Frage ist jetzt... Gib mir mal Lead. Es kann halt sein, dass das Voting Frame, was er mir geschickt hat, dass das rumbuggt mit der Testversion. Ich war ja mit dem Voting Frame, was ihr jetzt quasi habt, bin ich ja Legion Raid gegangen. Und da hat es ja funktioniert. Das hat ja nur in Nihilosa nicht funktioniert. Das heißt, dass es an einem Anon liegt, halte ich jetzt mal für unwahrscheinlich. Es wird dann irgendwas liegen, was mit dem Raid zu tun hat. Also sei es der Anzahl an Leuten mit irgendwie zu viel Interaktion, sei es, was weiß ich, wird irgendwo was damit zu tun haben. Was ich halt sagen würde, ist prinzipiell, wir probieren jetzt mal einen Boss, hauen den um mit dem Voting Frame, was er mir geschickt hat, weil das ja speziell für den Raid zugeschnitten ist. Vielleicht funktioniert das gar nicht mit dem Testfenster, ne? Das ist halt noch der nächste Punkt. Und dann würde ich sagen, einfach, es gehen mal ein paar Leute raus und wir gucken dann mal, wenn wir nur 10 Leute im Raid haben. Gibt es irgendwen, der das Addon jetzt nicht gelöscht hat und neu aufgemacht hat? Ich habe es aus dem Ordner genommen und dann gelöscht daraus und dann erst installiert. Ja. Es kann halt sein, dass du dann keine neuen Luas gekriegt hast, keine Safe Variables. Aber müssen wir gucken. Aber du warst der Einzige und alle anderen haben es ganz normal gelöscht über die Twitch-App, oder was? Nee, über diese neue. Also ihr habt es manuell gelöscht und dann wieder installiert. Ja, dann habt ihr im WTF-Ordner die Safe Variables gelöscht? WTF-Ordner? Ja, habe ich. Ja, ich. Beides, WTF und Interface. Ich hab's über beides den Chaos Launcher gemacht. Extra danach gesucht. Okay. Ja, okay, wir gehen das noch. Wir gucken jetzt mal bei dem Boss, vielleicht geht's ja. Und ansonsten gehen wir das dann mal. Ich hab's über Overwolf gelöscht. Ja, entweder geht's jetzt oder eben nicht. Und dann gucken wir beim nächsten Boss. Dann sage ich euch eben, wie ihr das löschen könntet alles. Hütet euch. Dem ist gerade also ein bisschen komisch verzögert. Zusammenstellen und platt machen oder? Nö, wir haben nicht genug Geld dafür. Okay. Geht auf die andere Seite. Hütet euch. Ich glaube, irgendwelche Leute haben es nicht gehört. Nö, die wollen alleine probieren. Boah, ist das Zelt verzögert. Okay, ich dachte, ich bin der Einzige. Dominik wollte nur mal ein bisschen mehr Damage machen. Ah, ich hab grad alles gezogen. Und ich erst. Easy. In der Kürze liegt die Würze, wa? Maut als nächstes. Markus, muss er loben? Bei mir ist aufgegangen. Wieso steht da jetzt auch Test? Bei dir ist es aufgegangen? Ja. Wieso ist es bei dir jetzt aufgegangen? Ich tausche mal jetzt die Dinger aus, die ihr mir geschickt habt, mit der alten Datei. Ich habe mir gestern ein bisschen ASL angeguckt, American Sign Language. Ja, okay, warum? Weil ziemlich viele Leute, die ich in VRChat getroffen habe, nicht reden können, aber ASL sprechen oder wie auch immer.
Ah, okay. What? Why? Ja, okay. Das ist finde ich ein bisschen sehr komisch. Wie kommt es denn dazu, dass die Zeichensprache sprechen können und nur Zeichensprache können? Ja. Haben die kein Mikro oder komplett sprechen? Die sind mute in real life. Ach so, okay. Okay, das erklärt. Ja, okay. Ich dachte, die haben einfach noch kein Mikro an oder so und sind da gemutet. Ja, okay, sorry, das habe ich missverstanden. Epischer Loot, ich will das auch nicht haben. Ich krieg direkt den gleichen Fehler wieder. Also bei mir ist es auch schon wieder aufgegangen. Sehr merkwürdig. Willst du mich auch mal dazufügen, dass ich, ob ich es auch sehe? Das reicht ja, wenn es einer sieht. Das heißt, es liegt an mir. Ich werde dann aus dem Ja, wobei, also eine dritte... Ich glaube, Manni hat schon nicht Unrecht. Oder eine dritte Person ist vielleicht doch nicht verkehrt, das zu validieren. Ja, probieren können wir was auch immer. Ich habe nicht das Gefühl, dass es was hilft. Jetzt geht es bei mir nicht mehr auf. Hast du ein Fenster gekriegt, Manni? Nein. Hütet euch. Oh, Gorschalachs Vermächtnis. Ist bei dir nicht aufgegangen, Janik? Ne, bei mir ist auch nicht aufgegangen. Also, weil ich ihn jetzt hinzugefügt habe, geht es jetzt nicht mehr bei ihm, bei dir oder was? Was ist ja. Das? Kann ich ja mich mal rausnehmen. Also dann funktioniert es bei ihm, oder? Ja, das wäre auch noch eine Überlegung. Hütet euch. Uah, durch Silence. Uah. Warte mal, warum machen wir jetzt Mode? Noch, um zu testen, was anderen. So. Jetzt ein Fenster gekriegt, Manni? Nein. Vielleicht liegt es halt, vielleicht liegt es halt an dem Addon, was Manni und ich haben und du nicht hast. Warum es funktioniert hat, wo er noch nicht da drin war, weiß ich nicht. Aber ich habe gehört, es gibt Probleme, die von Angry Keystones kommen. Na gut, das habe ich nicht drauf gerade. Ja. Ich werde es jetzt einfach mal aus Spaß deaktivieren. Ja. Einfach nur aus Spaß werde ich es deaktivieren. Und gucken, ob das funktioniert. Ich hab da Angry Keystones aber auch drauf und es funktioniert bei mir. Das hat doch nichts damit zu tun. Du kriegst das Fenster gar nicht, was wir kriegen. Ach so. Nee, was? Ach so. Es gibt ein anderes extra Fenster. Ach so, ein anderes Fenster, okay. Ja, es war durch die Nachrichten, wo wer was von was gewürfelt hat. Sehen wir, ob das noch gefragt wird. Also fürs Protokoll. Ja, ich bin ein AFK halt. Ich guck dir bei was an. Ich habe auf das Postfights was angeguckt. Ich fand einfach meine Tasten gespammt. Ich habe halt unten rechts immer gesehen, wenn ich Bock hatte und hab den halt angeklickt, die Taste halt dann gedrückt, ansonsten habe ich halt nur Frostblitz gescannt. Update, bis ins Lot. Da steht nichts. Achso, Manni hat nämlich an jetzt nicht Angry Keystones ausgemacht. So spitzfegerisch ist im Chat. Hast du mich Elfie. Auch mit Elfie, oder? Hey. Weil jetzt ist es bei mir auch nicht mehr aufgegangen. Nee, hab ich nicht. Guck mal, da bist du. Ja, passt. Jetzt siehst du es wieder? Ja. Okay, dann liegt es auf jeden Fall. Also liegt es vielleicht an dem anderen, wer weiß. Ist das Legendary? Das Legendary. Das heißt, das war ich auch auf der Bank liege. Ja, aber bei dir ist das jetzt auch aufgegangen, oder wie? Nö. Das schon wieder?
Also es ist nicht das Alter. Das könnten wir halt wirklich fast überlegen, wegen des Netzes zu ziehen, oder? Mal sehen. That's a big owl. Owl? 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 Wie, das kann man wieder überlegen anzuziehen? Guck mal, wie viel ist... Ja gut, nee, eigentlich nicht. Das Doppelte, ja. Wenn du mich so. Jetzt nochmal... Ob ich, kann ich das dann verteilen? Klappt das dann? Owl, 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 owl. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen anderen Lua-Fehler gekriegt, nachdem ich das ausgemacht hatte. Mit dem, Und was kommt denn der Fehler? Ja, wenn ich verstehen würde, was hier steht, ey, ganz im Ernst. Ich habe halt keine Ahnung, ob das zusammenhängend ist oder irgendwas bedeutet. Warte, ich gehe mal auf deinen Stream kurz. Ich habe ihn nicht an. Ist es ein extremer, weil oben drüber steht. Ask Mr. Robot ist halt. Ganz oben drüber steht 354 mal RC Loot Counts and Modules Voting Frame Lua. Und dann steht da Attempt to Index Field Fragezeichen Annual Value. Und dann steht halt darunter der ganz andere Quatsch. Und ich weiß jetzt nicht, hat das mit den Add-ons zu tun oder. Also ist das ein Lua-Fehler oder sind das einfach nur untereinander gereihte Lua-Fehler? Ja, das ist ein Lua-Fehler, der die ganze Zeit auftritt. Also hier Frame XML und Ask Mr. Robot Lips. Und ich habe halt keine Ahnung, was Ask Mr. Robot damit zu tun hat, weil das habe ich extra rausgemacht. Nee, das ist nur eine. Also da ist es ja nur eine Meldung. Wie, nur eine Meldung? Also es ist eine andere Meldung. Weil wenn du mal schaust, Frame XML, Cache Frame Lua, das ist was ganz anderes. Ja, du bist so sehr lustig, als ob ich das wissen kann, wenn ich darauf gucke. Ich verstehe es nicht. Also, es geht halt oben los mit dem 3x400 bla, bla, was ich gerade vorgelesen habe. Und dann geht es da drunter weiter. In eckigen Klammern String at LC Loot Council Modules Voting Frame Lua in Function. Und dann springen wir jetzt um. RC Loot Council Modules Voting Frame und danach geht dann irgendwie was mit String los. String. Okay. Das kannst du da ja lesen. Ja, also er versucht irgendwo was reinzuschreiben. Also der String. Ein String vor Langeweile reinzuschreiben, wo er keinen Zugriff drauf hat oder keinen Link findet dafür. Ich habe ein Add-on, das heißt Frame XML, aber damit hat das nichts zu tun, sagst du ja. Also das Ask Mr. Robot hat damit zu tun, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Das Ask Mr. Robot hat damit zu tun? Ja. Das kann nicht in... Was habe ich halt deaktiviert? Ich weiß nicht. Okay. Vielleicht reicht das nicht. Wir machen eben mal eine kurze Pause. Ich gucke da nochmal schnell in meinen Ordner rein und lösche alles raus, was mit Ask Mr. Robot zu tun hat. Keine Ahnung. Und dann probieren wir das. Noch einmal und ich hoffe, dann hat er genug Daten, dass er damit arbeiten kann, weil ansonsten, ich will euch eure Zeit hier auch nicht stehlen für den Quatsch, aber nachher geht's halt nicht zu Shadowlands, das wäre halt der Super-GAU, ne? Elfi, setzt dich schon mal auf den Stroph. Ja, dann müssen wir es halt klassisch machen, dauert zwar länger, aber ging ja auch. Ja! Oder halt Yannick. Wir machen gar keine Loot-Verteilung dann. Einfach alles an mich. Ja gut, die Frage... ist bei den ersten Rates wahrscheinlich Computer sagt nein! Wird bei den ersten Mal eh so sein, wahrscheinlich. Die Frage ist, ob ich das ja auch dann richtig vergeben kann. Ne? Das haben wir ja auch noch nicht getestet. Vielleicht sollten wir das mal testen. Ja, aber was bringt uns hey, das, Jerry. Funktioniert, heißt es ja, dass das Addon prinzipiell funktioniert. Und ja, allein aus Prinzip. Nein, Jerry, wird dich auch umbringen. Nein, warte, Jerry, spring mich vor. Ja. Tu es nicht. Warte mal, kann man mit dem Wechselblast? Direkt hier ist kein Spiel. Nein, Jerry! Da halte ich mir nur meine Profile. Ich rette dich!
Das ist ja auch so. Wenn ich viele zerschieße, die ich danach wieder herstellen muss, ja, sehr lustig. Weißt du, wie viel Arbeit das ist, mein Interface wieder einzustellen? Ja, du kannst ja den Interface-Ordner kopieren. Ja, genau. Wir machen erstmal Pause bis 20 nach. Bis gleich. Ich hab den RC-Loot-Council komplett gesaved, das gesamte Add-on. Thank you.
Da sind wir wieder. Wir sind immer noch am Addon rumtesten. Wenn ich das richtig sehe, ist Ace mehr eine API, also etwas, was anderen Addons hilft, einfacher miteinander zu kommunizieren und nichts, was du dir mal eben so installierst. Ja. Kannst du es zwar so installieren, davon mal ab, aber... Christoph hat Elfui, oder? Du hast Elfui, ne? Nein, der Real hat auch... Ja, mein, das, was ja ich aber auch hab. Wir brauchen einen, der Elfui hat, wo wir gucken können, ob das geht oder nicht. Ingo. Ich habe auch Elfui. Ich wollte gerade sagen, bei Manni hat es auch nicht funktioniert. Also sind das... Also geht das bei allen nicht, die Elfui haben? Ja, das wollte ich ja jetzt nachchecken, wenn du Christoph das mal gibst, okay, ob er das sieht, ob das aufgeht. Ich kriege besondere Rechte. Ich spiele UI, so wie du. Janik. Ja, diese Sache. Es geht noch um Elfui. Ich weiß gar nicht, warum ich das heute noch stream. Weil du kannst. Kriegst du ein Fenster? Kriegst du? Nein, ich hab 3 Lua-Fehler jetzt bekommen. Was spuckt's bei dir aus? Hast du deinen Stream an? Kann ich da wenigstens mal gucken? Ja, kannst du. Also bei mir ist es immerhin nur noch ein Lua. Brauchst du es wird immer mehr. Achso, ja, es ist derselbe, der sich wiederholt, ja. Ja, es wird geschehen, ist mal der gleiche Fehler. Okay, aber bei dir sieht es ja auch so aus, wie wenn... Ja, es sieht es mal der gleiche Fehler. Was passiert da bei SetData? Ja, okay, du willst eigentlich auch dann... Auch das Voting Frame ist bei dir. Und wieso funktioniert es bei mir? Hast du es einfach nur... Du hast es nicht gelöscht oder alles? Du hast einfach nur geupdatet, oder? Ich habe komplett gelöscht und... Also auch die... Die Daten über Overwolf hier. Über Overwolf, okay. Ja, weil ich hab's halt manuell gemacht. Curse Switch halt. Ich weiß, dass gerade viele von euch wahrscheinlich Däumchen drehen und nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Ihr könnt ruhig kurz vom PC weggehen, beziehungsweise gebt uns ein paar Minuten, dass wir kurz einmal drüber schauen. Kommt einfach ein paar Minuten wieder. Ihr müsst jetzt nicht hier verbittert sitzen und gut zugucken. Wir können das gerade nicht anders handeln. Ich weiß nicht, wir brauchen halt euch zum Testen. Deswegen, keine Ahnung, einen Boss müssen wir gleich noch machen. Wir versuchen uns zu beeilen. Vielleicht können wir dann auch ohne euch weitermachen. Ja, stimmt, du hast auch Ace-3, sehe ich gerade. Ne? Ich wüsste aber nicht, woher. Ja, ich weiß auch nicht, woher. Ist das auch in Dings mit drin? Ne, ich hab das Addon nicht. Was ist, wenn das jetzt einer macht? Ohne diese ganzen Interface-Dinger? Hat denn irgendwer Ace nicht, oder was? Also ich hab's nicht. Ich auch ja, nicht. Ja, außer dir. Pierre, du auch nicht, oder was? Nee. Nö. Okay, warte. Dann kriegt ihr das jetzt beide, das Fenster. Hat sich irgendwas geändert?
Oh, ich habe S3 deaktiviert und das kommt bei mir auch. Also jetzt geht's, oder was? Ja. Wo du S3 deaktiviert hast. Okay. Das Problem, was der Addon-Ersteller halt hat, ist, dass er wahrscheinlich nicht den Leuten sagen kann, benutzt man nicht mehr Ace 3, oder? Ja, aber wir haben es ja jetzt schon rausgefunden. Also das ist ja schon mal für ihn dann wahrscheinlich viel wert. Er muss sich jetzt halt an das Addon Ace 3... Ist das eigentlich ein Deutscher, oder was ist das für einer? Geht's denn jetzt bei euch beiden? Ist ein Fenster aufgegangen? Ja, mit Stimme und allem drum und dran, meinst du, ne? Bei Christoph auch, ja. Jetzt auch wieder? Ja. Ja. Jo, also es wird auch alles angezeigt jetzt. Johannes hat auf Update gemacht. Richtig so. Immer, wo wir wissen, was man, will, was man kann. Wie das alles aussieht. Plus, es ist ein 930er-Item, deshalb top. Ach, 30 einfach noch. Es wurde mir als 930 angezeigt. Okay, ich lade jetzt kurz nochmal neu einmal. Einmal ein Reload. Ich weiß nicht mal, was S3 bei mir drauf macht. Wo kommst du her? Und dann schicke ich ihn einmal meinen Lua hier. Und dann können wir den Boss umhauen und dann ist gut. Achso, warte, wir müssen erst den Boss umhauen. Und wenn Yannick das nicht drauf hat. Geduld, bin gleich da. Achso, Moment, Robin hat mir irgendwas geschickt. Achso, ja, Entspannung, Entspannung. Portet die Leute ganz langsam ran, wir kein Stress. Kein Mythisch Plus Müll. Wollen wir alle mal Müll schreiben? Müll, Müll, Müll. Knü. Was ist? Ich meine, wir tun hier gerade nichts, das Spiel leckt gerade wie Sau. Ich merke es auch, ja. Dann fordert mal die Leute an langsam, dann lass uns hier nochmal eben schnell über Maut rüberrutschen. Sind doch alle da, oder nicht? I don't know. Ich hab grad mit Victor und mit Robin geschrieben. Victor rennt auch gerade Rampage wegen seinem PC. Und Robin. Ach, keine Ahnung, Robin denkt, ich kann jetzt mal eben so nebenbei. Er will jetzt wissen, was wir rausgekriegt haben und ich kann jetzt hier nicht
am Handy sitzen, gleichzeitig Addons checken. Soll er, Handy, soll er mit dem Handy in TS kommen? Das kostet, deswegen hat er es nicht. Neue Flask, oder? Ja, wenn ihr noch eine habt, dann ja, ansonsten. Ja, scheiß drauf, stellen, wir haben ja mehr Hunderte. Gelang, Junge! Ich hab ja hier auch noch die alten Fies. Komm mal hier. Zack. Greif einfach. Wissen. Yummy, yummy. Muss alles weg, der Dreck. Braucht doch jemand Backkartoffeln? Ich hab noch 500 Stück. Nein, Backkartoffeln nicht. Macht was? Tempo. Nein. So, dann haben wir ein Tank, ein Heiler oder was? Und dann durchböllern. Soll ich wieder auf den Weg gehen? Ja. Klingt nach einem Plan, Brudi. Ja. Okay. Man, die spottet sich die einfach an, wir sollten den schnell genug tot kriegen, denke ich. Yeah. Maximal. In ein Brutan. Nee, Sri, mach keinen Plus mehr. Müll. Warum setzt sich irgendwie immer auf den Strauf? Ja, auch mit Trutan. Was hat der denn gefressen? Das ist eine Standardaussage bei Mythisch bloß. I don't know and I don't care, because I am leider kein Millionär, aber so. Maxi ist ein Problem, das ich heute Abend jetzt nicht auch noch haben möchte. 5, 4, 3, 2, 1. Ich hab schon wieder vergessen, meinen Schinkel zu tauschen. Ich tipp. Alter, wie das liegt. So, es geht. Hütet euch. Hütet euch. Es ist einfach nur weird. Four, three, two, one. Yeah. Too greedy. Ich lieg vor allem hoch drin in der Void. Das ist komisch. Nicht genug. Schauen. Weil der ist halt 15%. Ja, wird knapp jetzt. Das wird wirklich knapp. Hütet euch. Ah, ne, Moment. Okay, gut. Cool. Alter, das leckt wie die Hölle, ne? Oh, geht ja ganz schön Schaden hier. Ja, ich hab über 1k Damage gemacht. Ich bin auch wieder ein bisschen zufrieden, zwar nicht ganz, aber dennoch. Bist du nicht mehr Vorletzter? Nein, ich habe einen Buff bekommen heute. 5%, ja. Das sind safe keine. Masterfall, du musst noch looten. So, jetzt seht ihr auch das Fenster. Ich sehe, dass ich nichts sehe. Ich sehe es. Ihr seht gar nichts? Ich brauch das. Hat bei euch nicht geklappt, oder was? Doch, ich sehe nichts. Bei mir ist es da. Ja. Wieso hat es jetzt bei Basti nicht geklappt? Weil er eine Pfeife ist. War nichts gedroppt, das für mich? Doch, Leder war gedroppt. Hm? Okay. Ich habe die ganze Zeit Auswahlfenster bekommen, nur jetzt nicht. Dann sind wir hier mit durch. Ich schicke ihm die Lua hin und dann hoffen wir das Beste, dass er da irgendwas finden kann, dass das wieder funktioniert. Ja, du kannst mir aber auch direkt sagen, dass es an dem Ace 3... Habe ich schon. Ah, okay. Behaltet die Items, scheiß drauf. Dann sehen wir uns am... Hat irgendwer Nehmt das doch eine Mount? Flasche mit, der Kessel ist noch da. Hat irgendwer das Mount mit dem komischen Reisenden hinten drauf für diese komische Quest, für das Transmog? Ja, natürlich. Du okay, doch auch. Kann einer das kurz mal stellen an Dings? Wo, das oder was? Ist egal, behaltet ihr Items einfach. Ja, genau. Das Quest.
Ansonsten einfach sehen wir uns dann Sonntag. Vielen Dank fürs Durchhalten. Transmog, dieses komische Pre-Order-Mount-Dingenskilling. Du meinst für das Rüstungsset oder was? Ja, meinst du verzaubern den Ewigwurm? Ja. Hast du Wurm oder? Ich hab Wurm, ja. Kannst du kurz ausmachen? Warte, ich kann's ja ausstellen. Was hat das? Was hat das mit diesem Ding zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Na gut, dann war's das ja auch wieder mit dem Stream. Noch einen schönen Abend euch. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.